zu unserem 39. Netzpolitischen Abend. Mein Name ist Geraldine. Ich bin Teil der digitalen Gesellschaft und freue mich sehr, dass ihr heute Abend alle gekommen seid. Wie immer ein paar Regieanweisungen. Wir streamen und heißen natürlich auch alle zu Hause vor ihren Endgeräten herzlich willkommen. Und das heißt, wir filmen auch, wenn ihr nicht gesehen werden möchtet und Fragen stellen möchtet, dabei auch nicht gesehen werden möchtet, dann ist dieser Torbogen dort die beste Wahl. Und wie schon angekündigt, haben wir heute drei Vorträge für euch. Anna Wieselli kann heute leider nicht da sein, weil sie krank ist. Aber wir werden das Thema ganz bestimmt nachholen bei einem der kommenden Abende. Anfangen wollen wir nicht mit dem Brennpunkt, der folgt etwas später, wie angekündigt. Heute sind wir ganz zufrieden mit Mars, sonst eigentlich nicht so. Warum? Unter anderem wegen dem Thema Vorratsdatenspeicherung. Und dazu möchte ich euch ein Update geben, Alexander Sander. Herzlich willkommen. Wer war das? Okay, im Kern geht es tatsächlich um die Vorratsdatenspeicherung. Nicht nur die Vorratsdatenspeicherung, zunächst erstmal zu der Vorratsdatenspeicherung. Zu der Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten. Ist das jetzt laut genug? Wo haben wir es hier? Okay. Und zwar, wie ihr alle wisst, gab es ja im April 2015 das EuGH-Urteil, was gesagt hat, dass die Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten gegen das EU-Recht verstößt. Das hat unseren Justizminister Maas aber nicht daran gehindert, einen entsprechenden neuen Gesetzesvorschlag vorzulegen. Und zwar im April diesen Jahres wurde da eben entsprechendes vorgelegt. Mittlerweile ist es auch schon im Bundestag angekommen. Und jetzt findet sich dieser Gesetzesvorschlag der Bundesregierung aber bei der EU-Kommission zur sogenannten TRIS-Notifizierung, also beim Notifizierungsverfahren. Dieses ist eigentlich fast immer erforderlich, bevor eben ein EU-Mitgliedstaat, in dem Fall jetzt eben Deutschland, technische Vorschriften ändert. Also es sind im Grunde fast alle Vorschriften, die geändert werden, fast alle Gesetzesänderungen, die gemacht werden, werden eben zur EU-Kommission vorgelegt und dort werden sie dann für 3 Monate lang geprüft und dann kommt eben die EU-Kommission zu einer Entscheidung und sagt halt eben entweder, hier muss noch ein bisschen was nachgebessert werden, weil es eben zum Beispiel gegen EU-Recht verstößt, oder sagt halt, dass dieses Gesetzesvorhaben mit dem europäischen Recht vereinbar ist. Und hier genau in diesem TRIS-Notifizierungsverfahren haben wir uns jetzt an die EU-Kommission gewandt, haben da eben an den Präsidenten der EU-Kommission sowie an die Kommissare ein Schreiben verfasst eben, haben auf dieses Notifizierungsverfahren Bezug genommen, was die lustige Nummer 0288D-V00T hat und haben eben darauf hingewiesen, dass eben der Gesetzesentwurf, der jetzt eben von Maas bzw. der Bundesregierung vorgelegt wurde zur Vorratsdatenspeicherung, unserer Meinung nach gegen das EU-Recht, also insbesondere die Grundrechte, das Grundrecht auf Privatsphäre und den Schutz der personenbezogenen Daten verstößt, wie eben das auch schon der Europäische Gerichtshof gesagt hat. Wir haben das am 20. Juli dahin geschickt. Also ich glaube, im Anfang August ist das zu Ende. 15. September ist das zu Ende, das Verfahren. Also am 15. September werden wir eben wissen, inwiefern da möglicherweise unser Schreiben schon dazu geführt hat, dass diese Vorratsdatenspeicherung in Deutschland direkt wieder passé ist. Ansonsten werden wir uns natürlich weitere Maßnahmen offen halten. Unsere Kernkritik ist nach wie vor, dass es sich eben um eine anlasslose Datenauswertung handelt, dass sie nicht auf ein notwendiges Mindestmaß beschränkt wird, also es ist immer noch relativ weitreichend und vor allen Dingen eben auch, dass die Interessen von Berufsgeheimnisträgern, in dem Fall jetzt zum Beispiel Anwälte, nicht in angemessener Weise berücksichtigt werden. Es gibt nämlich hier eine Unterscheidung, die eben in dem Vorschlag Deutschlands gemacht wird, zwischen verschiedenen Berufsgeheimnisträgern. Also es gibt da eben Unterschiede in der Berücksichtigung davon, ob die Daten von Berufsgeheimnisträgern ausgewertet werden oder nicht. Und deswegen sind wir eben zu der Einschätzung gekommen, dass eben diese Vorratsdatenspeicherung gegen EU-Recht verstößt und hoffen, dass dann eben die EU-Kommission unserer Argumentation folgt. September wissen wir dann mehr. Ein weiteres Problem ist die Vorratsdatenspeicherung von Reisedaten, PNR, Passenger Name Record.
Hier handelt es sich eben darum, dass vor allen Dingen Fluggastdaten gesammelt und gespeichert und ausgewertet werden sollen. Also wenn eine Person von A nach B fliegt, werden eben so Informationen gespeichert, wie was man unterwegs isst, wie viel Gepäck man dabei hat, mit wem man fliegt, wo man sitzt und so weiter und so fort. Also bis zu 60 Einzeldaten werden da pro Flug, pro Passagier gesammelt, gespeichert und ausgewertet. Man hat sich im EU-Parlament darauf geeinigt, so ein EU-PNR-System aufzubauen. Das bedeutet, dass eben für 5 Jahre lang sämtliche Reisedaten, die im Rahmen so einer Flugreise zustande kommen, auf Vorrat gesammelt, gespeichert und ausgewertet werden sollen. Also die Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten ist vergleichbar mit dieser Vorratsdatenspeicherung von Reisedaten. Es ist eben genauso anlasslos, es ist genauso verdachtsunabhängig und es ist genauso wenig in irgendeiner Art und Weise beschränkt. Witzigerweise hat man sich im EU-Parlament vor 2 Jahren gegen diese, im Innenausschuss gegen diese Vorratsdatenspeicherung gestellt. Jetzt nach dem EuGH-Urteil hat man gesagt, okay, wir wollen das doch, warum? Bleibt ein bisschen fraglich. Mittlerweile sind jetzt eben diese Vorschläge im Trilog, das bedeutet EU-Parlament, EU-Kommission und EU-Rat verhandeln jetzt mit darüber, wie das am Ende des Tages aussehen soll. Das Problem ist, dass alle 3 Institutionen jetzt für diese Vorratsdatenspeicherung sich bereits schon ausgesprochen haben und es geht jetzt im Grunde nur noch darum, ob zum Beispiel die Speicherdauer auf 7 Jahre ausgeweitet werden soll und noch länger, zum Beispiel auch innereuropäische Flüge überwacht werden sollen, vielleicht auch andere Verkehrsmittel, sowas wie Züge oder Schiffe mit überwacht werden sollen. Und also am Ende des Tages wird dann zwar das EU-Parlament nochmal drüber abstimmen, aber momentan sieht es nicht besonders gut aus. Darüber hinaus gibt es noch Abkommen mit Drittstaaten. Es gibt Abkommen bereits mit Amerika, mit Australien und Kanada. Bei Amerika mit diesem Abkommen werden die Daten für 15 Jahre lang gespeichert auf Vorrat, also eine Vorratsdatenspeicherung von 15 Jahren. Australien 5,5 Jahre, Kanada 5 Jahre. Beziehungsweise muss man dazu sagen, dass eine Neuverhandlung mit dem Kanada-PNR stattgefunden hat und das jetzt auch gerade zur Vorlage beim EuGH liegt. Also der EuGH wird eben wahrscheinlich Ende dieses, vielleicht Anfang nächsten Jahres sich dazu äußern, wie er eben zu dieser Vorratsdatenspeicherung von Reisedaten steht. Das wird ganz interessant. Dennoch verhandelt man, trotz dessen, dass sowas beim EuGH liegt, seitens der EU eben zum Beispiel mit Mexiko seit dem 14. Juli, also jetzt ganz frisch darüber, ob man eben mit Mexiko ebenfalls diese PNR-Daten austauschen will für Strafverfolgungszwecke. Und das Interessante ist, dass natürlich immer mehr Staaten Zugriff auf diese Daten haben wollen, auf diese Reisedaten von europäischen Bürgerinnen und Bürgern, darunter eben Katar, Russland und Saudi-Arabien. Und da stellt sich natürlich für die EU das große Problem, wie gehen wir jetzt damit um? Also mit USA, Australien, Kanada ist es ja noch vielleicht relativ einfach zu begründen, warum man hier im internationalen Kampf gegen Terrorismus diese Daten austauschen will. Bei Staaten wie Russland wird es dann vielleicht schon ein bisschen komplizierter. Und deswegen überlegt man jetzt seitens der EU-Kommission halt, wie man aus dieser Misere rauskommt, dass halt eigentlich immer mehr Drittstaaten diese Daten europäischer Bürger haben wollen. Und deswegen hat man da jetzt sozusagen 4 Optionen, für die man sich entscheiden kann. Die eine ist die Mitgliedstaaten, also zum Beispiel Deutschland, England und Frankreich, verhandeln selbst PNR-Abkommen, also bilaterale Abkommen, zum Beispiel dann Deutschland mit Russland. Frankreich mit Russland, ohne dass die EU in diesem ganzen Kontext irgendeine Rolle spielt. Die zweite Variante wäre, dass es so bleibt, wie es bisher ist, dass eben die Kommission mit Drittstaaten verhandelt, also die Kommission hält dann ein Mandat vom Rat und vom EU-Parlament, darf dann eben zum Beispiel mit Mexiko, Russland oder wem auch immer verhandeln. Die dritte Möglichkeit wäre, ein großes internationales Abkommen zu machen. Dafür bietet sich zum Beispiel das Chicagoer Abkommen an. Das ist im Grunde das, wo die zivile Luftfahrt organisiert und geregelt wird. Es hat so 190 Mitgliedstaaten. Das dürfte aber so wahrscheinlich die allerkomplizierteste von allen Möglichkeiten sein, weil dann 190 Staaten darüber verhandeln müssen, wie diese Daten ausgetauscht werden sollen. Und die dritte, also beziehungsweise in dem Fall jetzt die vierte Möglichkeit wäre, dass eben eine Verordnung erlassen wird oder ein Goldstandard, dass man sich eben darauf einigt, man macht ein Standard-PNR-Abkommen für die EU und sagt halt, so und so sieht dieses Standardabkommen aus und dann wird die Kommission damit beauftragt zu bewerten, inwiefern ein Drittstaat, also zum Beispiel Russland, diese Daten dann
bekommen solltet. Ich sehe gerade hier so einen lustigen Schreibfehler noch da drinnen. Also diese vier Varianten gibt es. Im Kern ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es bisher genauso gemacht wird wie bisher, dass eben die Kommission ein Mandat bekommt und weiterverhandelt und vielleicht in der Zukunft vielleicht eben dieser Ansatz unterstützt wird, dass dann eben so ein Goldstandard entwickelt wird. Deutschland und unter anderem unterstützt eben genau diesen Weg zu sagen, okay, wir wollen eigentlich ein Abkommen schaffen und die Kommission entscheidet dann, ob dann der Staat die entsprechenden Datenschutzstandards hat oder nicht. Also dass sowas wie Amerika eben dann relativ zügig verhandelt werden kann, dass sowas durchgewunken werden kann, dass sowas nicht mehr durch die Parlamente muss, sondern dass das eigentlich dann ein Verwaltungsakt wird, dass gesagt wird, okay, in diesem Staat werden jetzt halt eigentlich Vorratsdatenspeicherungen eingeführt. Und dagegen wehren wir uns natürlich und wir haben ja auch so Postkarten mit ausgelegt, es wäre gut, wenn wir uns dann unterstützt. Das sind so die Neuigkeiten dazu und jetzt kommt der entscheidende Teil des Akts. Wir kommen danach. Wir haben gerade noch mal entschlossen umzustellen, aber erstmal Dankeschön, Alex.